Kapitel 22 Verrat unter Freunden. Der nächste Tag war angebrochen. Kell war am vorigen Abend wiedergekehrt mit einer kurzen Botschaft von Team Fossil und, nachdem Aurora ihm versichert hatte, dass er fürs Erste bleiben könnte, sperrte er sich den restlichen Tag in seinem Raum ein. Er war nicht interaktiv und nicht kooperativ gewesen, hatte immer nur kurz geantwortet, wenn Aurora durch die geschlossene Tür etwas fragte, und weigerte sich auch herauszukommen, um etwas zu essen. Aber an diesem Tag würde er das Zimmer wieder verlassen müssen. Denn seine Nachricht hatte dem Team Polana Watra, Kell inklusive, von einer Versammlung dieses Vormittages berichtet, in dem das Problem der Wahrheit über die Großaktion wieder besprochen werden sollte. Persönlich hoffte Aurora wirklich, dass diese Aktion nicht zu lange dauern würde. Nachdem sie sich am Vortag entschied, Kell seine Ruhe zu lassen, müsste sie heute das Gespräch mit ihm nachholen. Aber dafür würde sie aufgrund der Uhrzeit erst nach der Versammlung stattfinden. Auch Mashadow schied dies jetzt schnell zu den anderen beiden und Kell verließ zum ersten Mal wieder das Zimmer. Jedoch war er in einem Zustand, den Aurora selbst auf der Vulkanspitze noch nicht von ihm gesehen hatte. Das Pokémon, welches den Raum verließ, hatte nichts mit einem stolzen Akani zu tun. Nie hatte Aurora jemanden so sehr angesehen, wie gebrochen er wahrlich war. Offensichtlich hatte Kell kein Auge zumachen können, seine Augen unterlaufen und rot. Er lief nur langsam, den Kopf stetig gesenkt. Seine Gedanken lenkten ihn ab von allem, was in seiner Umgebung vor sich ging. Doch trotzdem hatte Team Fossil explizit gefordert, dass auch er mitkommen würde. Weshalb Aurora keine andere Wahl hatte, als ihn den Weg zum Turm laufen zu lassen. Der Essbereich auf Ebene 12 war abgesperrt, als Team Polana Watra eintraf. An diesem Ort sollte die Versammlung stattfinden, da zu viele Pokémon anwesend wären, um in das Büro der Ligaleiter zu passen. Wer da? Wir sind es, Amagaga, Kelma Shadow und Aurora. Die Tür öffnete sich und Amagaga ließ das Team eintreten, bevor er den Eingang wieder schloss. Es schien, als wären die drei Pokémon die letzten, welche in der Runde noch fehlten. Einige Stühle und Tische waren bereits umgestellt, perfekt in einem Kreis für eine Diskussion. An einem der Tische hatte Seraora es sich bequem gemacht, während Zoroark unruhig daneben saß und dem Team kurz grüßend zunickte. Monagoras hatte sich bereits an einen anderen Tisch gesetzt. Allerdings gab es auch ganze drei Tische voller Pokémon, welche Kell noch nie gesehen hatte. Aurora auch noch nie persönlich, aber in Nachrichten. Ein eigenartiges Pokémon, bunt wie der Regenbogen, begab sich zu dem kleinen Team. Ihr drei seid Team Polana Watra, richtig? In den letzten Wochen hört man ja sehr viel von euch. Wie in einem stillen Abkommen besprochen, übernahm Aurora das Gespräch, vertretend für ihr Team. Das sind wir, ja. Elementarer, nicht wahr? Das Pokémon, welches recht gleich groß war wie Aurora, schien amüsiert. Ich sehe, mein Ruf eilt auch mir voraus. Ja, ich bin Elementarer, Teamleiterin von Team Nordica. Diese fünf da hinten sind mein Team. Kanimani, Floink, Latias, Latios, Darkrai, von links nach rechts. Leise flüsterte Kell Aurora etwas zu, offensichtlich zumindest wieder bei etwas besserer Laune. Team Nordica waren die Liga-Champions, oder? Stumm nickte Aurora. Nun, diese beiden sind Kell und Mashadow. Ich bin Aurora. Es ist meine Ehre. Gleichfalls. Nach einem kurzen Nicken begab sie sich zurück zu ihrem Team und setzte sich neben Darkrai. Leise kommentierte Aurora das Gespräch, ein Hauch von Trauer in ihrer Stimme. Wenn mir vor wenigen Monaten jemand gesagt hätte, dass ich mal im selben Raum wie Team Nordica sitze, wäre ich wohl ausgeflippt, aber... Unter diesen Bedingungen fällt es mir schwer, mich wirklich zu freuen. Kaum hatte sie ausgesprochen, räusperte sich Monagoras. Also, wir wollen dann beginnen. Ruhe allesamt. Für einen Moment kehrte Stille ein, bevor Elementara das Wort an sich nahm. Also nach unserem letzten Treffen ohne Polana Watra würde ich gerne die Sitzung beginnen, wenn niemand etwas dagegen hat.
Von nirgendwo kamen Gegenstimmen. Vielen Dank, also sagen wir es offen, wie es ist. Wir müssen radikaler werden als letztes Mal. Wir sind uns alle beinahe vollkommen sicher, dass wir unter uns einen Verräter haben. Eine Sitzung wie letztes Mal können wir uns da nicht wieder erlauben. Höflichkeit hin oder her, wenn jeder für jeden die Hand ins Feuer legt, dann wird hier nichts vorangehen. Deswegen sehe ich keine große Wahl. Heute müssen wir offensiv, radikal und gnadenlos vorgehen. Also lasst uns einmal kurz durchgehen, welche Pokémon wir sicher ausschließen könnten. Die Realisation dieser Lage schockierte Aurora. Denn auch wenn sie vielen der Pokémon hier sehr vertraute, wer hatte denn wahrlich ein Alibi? Ihrem eigenen Team konnte sie eigentlich vertrauen, doch Epsilon und ihr Gefolge waren trickreich. Nur weil sich Machado zum Beispiel gegen Epsilon aufgelehnt hatte, gab es keine hundertprozentige Garantie, dass er im Geheimen nicht immer noch für Epsilon arbeitete. Natürlich war Aurora sich sicher, dass er dies nicht tat, aber ein bombenfestes Alibi war dies nicht. Sorok war die Erste, die ihre Stimme erhob, was viele im Raum überraschte. Also, ich sehe, worauf du hinaus willst. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass Aurora für uns eine sichere Wette ist. Sie hat nun bereits mehrfach gegen Epsilon gekämpft und wäre dabei fast umgekommen. Die Betonung ihres Zustandes nach dem Kampf auf dem Eisberg ließ Aurora erschaudern. Immer noch schwirrten Machados Worte in ihrem Kopf herum. Und auch wenn sie es niemandem sagte, sie glaubte ja auch durchaus an das, was er gesagt hatte. Nun, ich möchte Sorok zustimmen. Deswegen, Aurora, du solltest dieses Gespräch anleiten. Ich soll was? Der Gedanke war erschreckend für Aurora, doch schnell fing sie sich. Gut. Also, will jemand etwas sagen? Zu ihrer Überraschung erhob Kel die Stimme. Ja, wir müssen bei dieser Debatte auf jeden Fall die volle Reichweite in Betracht ziehen. Es ist möglich, dass jemand hier im Raum ein Unterstützer oder eine Unterstützerin Epsilons ist, aber wir müssen auch die Option betrachten, dass eventuell sogar jemand hier ein Teil der Plot-Elite sein könnte oder im extremsten Fall sitzt selbst Epsilon gerade persönlich mit uns im Saal. Zwar wusste Aurora nichts Genaues über die Plot-Elite, doch trotzdem sah sie offensichtlich nicht als einziges die Wahrheit dieser Aussage. Das ist wahr, aber inwiefern hilft uns dieses Wissen? Es war Machado, der bereits eine Idee hatte. Also, es ist zwar ein etwas riskantes Vorgehen ohne Ansatz, aber vielleicht ist es das Einzige. Wenn wir uns erst einmal auf das Worst-Case-Szenario auf Epsilon fokussieren, können wir nämlich tatsächlich mehr als einem Pokémon vertrauen. Monagoras schloss sich an, offenbar zufrieden mit dieser Idee. Wir könnten eine Art Epsilon-Komitee bilden, aus Pokémon, die sich um das Geheimnis hinter Epsilon kümmern können. Und wen wollt ihr in einem derartigen Komitee als vertreten haben? Zum ersten Mal schaltete Seraora sich ein. Simpel. Alles in diesem Raum, was kein Mann ist. Epsilon ist männlich. Wenn also Aurora, Latias, Elementara und Sorok das übernehmen, dann wäre das abgedeckt. Oder ist jemand der Meinung, dass wir einem dieser vier Pokémon gar nicht trauen können? Es kam keine Antwort. Also gut, dann Elementara, Latias, Sorok. Wir werden nach der Sitzung zusammen das Problem Epsilon angehen. Und wenn wir dann aus 13 Pokémon ein derartiges Viererkomitee bilden, sollten wir in meinen Augen noch ein Viererkomitee entwickeln, welches nach Anhängern und ein Fünferkomitee, welches nach Eliten sucht. Zum ersten Mal herrschte keine Einigkeit im Saal. Das würde beinhalten, dass wir allen Pokémon hier genug Vertrauen gegenüberbringen, ein solches Komitee zu betreten. Auch wenn es keiner sagen will, wir alle misstrauen bestimmten Pokémon hier. Deswegen denke ich, werde ich mal als Erster den Mut fassen zu sagen, dass Kel keine derartigen Aufgaben bekommen sollte. Auf diese Anschuldigung hin erwartete der ganze Saal eine Reaktion des Akani. Doch diese fiel ruhiger aus als erwartet. Ich müsste lügen, um zu sagen, dass ich das nicht verstehen würde. Nach allem, was ich schon abgezogen habe. Aber das wird mich nicht daran hindern, meine eigene Meinung preiszugeben, denn ich traue Monagoras nicht über den Weg. Kurz verstummten alle. Kel, der äußerlich wirkte, als würde er nicht einmal mehr leben wollen, nutzte die Anschuldigungen gegen ihn aus, um Misstrauen gegenüber eines Liga-Gründers auszudrücken. Dieser nahm die Anschuldigung auch weniger sportlich. Ich
Bist du denn komplett verdummt? Weißt du, dass dein undankbarer Arsch ohne mich immer noch besessen am Vulkan schmoren würde? Gestoppt wurde er, wie schon so manchmal, von seinem Teampartner. Ich halte die Anschuldigung zwar nicht für realistisch, aber trotzdem hat auch Kell ein Recht, sie zu äußern. Genau dafür dient dieses Gespräch Monagoras. Zwar wirkte der Angesprochene nicht zufrieden, doch er blieb nun stumm. Zum ersten Mal erhob nun ein Mitglied des Team Nordica die Stimme, welches nicht Elementara selbst war. Darkrai. Also wenn jetzt schon jeder seine Gedanken preisgibt, bin ich der Einzige, der der Meinung ist, dass Seraora unser Hauptverdächtiger sein sollte. Er sitzt hier, als würde ihm der Ort gehören, wirft mit Beschuldigung um sich und was noch dazu kommt. Er hat dieselbe Statur wie Epsilon. Zwar hatte Aurora noch nie daran gedacht, dass die Statur auf der Suche nach Epsilon helfen könnte. Doch auch war sie recht schnell überzeugt davon, dass es kein relevanter Hinweis wäre. In meinen Augen ist zumindest der letzte Punkt schwer ein Argument. Für einen Anhänger Epsilons wäre die Statur egal und Epsilon selber... Es würde mich nicht wundern, wenn er seine Kraft nutzt, um sich anders aussehen zu lassen, damit gerade solche Gedanken ihn nicht enttarnen können. Um dieses sehr kontroverse Thema nun zu beenden, schaltete sich Amagaga ein. Also, nach den Stimmen hier, denke ich, ist es für die Zufriedenheit aller das Beste, wenn ihr drei euch einfach nicht derart direkt an den Untersuchungen beteiligt, Kell, Monagoras und Seraora. Der Rest von uns wird die Augen offen halten, worüber wir uns gleich noch innerhalb einer kleineren Gruppe besprechen wollen. Floyn, Kanimani, Darkrai, Latios und Mashadow. Natürlich können sich alle hier Anwesenden genauer umsehen und uns Informationen mitteilen. Möchte noch jemand etwas sagen? Kurz zögerte Aurora, entschied sich jedoch, dass es sinnvoll wäre, die hier Anwesenden zu informieren. Also, ich werde ab morgen erst einmal ein paar Tage außer Kraft für eine aktive Suche sein und... Ich hoffe nicht nur ich. Ich plane zurück zum Eisberg zu reisen. Dieses Mal für die Plot-Armor. Sorok war es, die als Erste antwortete. Da ich bezweifle, dass du dich umstimmen lassen wirst. Viel Glück. Und ich denke, dass wir einige Tage auch zu dritt klarkommen. Solange wir heute einen Plan entwerfen. Und das werden wir. Wenn da niemand sonst etwas sagen will, sollen sich die Komitees treffen. Die drei Unbeteiligten ziehen einfach ihrer Wege. Irgendwo fühlte es sich schlecht an, Kell nun alleine von hier abziehen zu lassen. Gerade mit leichter Sorge, da die einzig anderen, die mit ihm gegen Monagoras und Seraora waren, die beide nicht gut auf ihn zu sprechen waren. Aber sie wusste, dass sie keine Wahl hätte. Stattdessen lenkte sie ihren Fokus nun auf die drei anderen Anwesenden, welche mit ihr zusammen die Wahrheit über Epsilon enthüllen sollten. Also dann, Frauenpower gegen Epsilon, wie es scheint. Was sind eure Ideen für die Suche? Zum ersten Mal an diesem Tag hörte Aurora nun Latias reden, die bereits eine Idee hatte. Also, ich denke, wir sollten uns etwas an die drei Hauptverdächtigen dranheften. Wenn einer von ihnen wirklich etwas mit Epsilon zu tun hat, können wir es so entdecken. Ansonsten, wenn wir uns wirklich allein auf Epsilon fokussieren wollen, dann sollten wir darauf achten, ob es Pokémon gibt, die wir verdächtig selten sehen. Gerade wenn Epsilon sich zeigen sollte. Kurz schien Sorok etwas erschrocken. Was ist Sorok? Sie schien extrem zögerlich. Nichts. Es ist nur, dass ich Seraora noch nie während eines Auftritts von Epsilon gesehen habe, aber ich bin mir sicher, das hat nichts zu bedeuten. Keines der drei restlichen Pokémon wollte es laut aussprechen. Aber die Blicke aller drei sagten vieles aus. Seraora war durch diese Aussage sofort alleine der Hauptverdächtige. Behalt ihn trotzdem bitte im Auge, Sorok. Ich werde mich etwas an Monagoras halten. Aurora, du behältst Kell im Blick. Und Latias, du siehst dich in der Liga nach verdächtigen Mon um. Alle einverstanden? Kein Einspruch erklang innerhalb des Komitees. Die Suche nach Epsilon hatte nun wahrlich begonnen.